Das Opel-Museum in Hückelhoven ist ein rein auf privater Basis geführtes Museum. Für den Betreiber Helmut Zurkaulen ist das Sammeln alter Fahrzeuge der Marke Opel aus unterschiedlichen Epochen reine Leidenschaft. Mein Vater hat also vor dem Krieg und nach dem Krieg immer mit Opel-Fahrzeugen zu tun gehabt. Und als kleiner Junge bin ich dann mit einem Opel Blitz LKW mit ihm gefahren. Und irgendwann war dann mein Traum, ich muss einen Opel Blitz LKW haben und einen Opel Olympia als PKW. Genauso wie er das auch hatte. Und so sind dann die Sachen entstanden. Da kam meine älteste Tochter und hat gesagt, wie der Opel Olympia dann restauriert war. Und hat gesagt, Mensch Papa, der ist aber schön, kriege ich den. Und dann kamen die anderen auch, meine Tochter, mein Sohn. Und dann ging immer weiter und so hat sich dann diese ganze Sammlung hier zugetragen, also dass ich jetzt so viele Fahrzeuge hier habe. Die Enkelinnen Lisa und Lara sowie deren Freund Mathis teilen auch schon die Liebe zum Opel Blitz LKW. Dieser wurde in der Zeit von 1930 bis 1951 gebaut und hatte eine Zuladung von weniger als 1,5 Tonnen. Der Sechszylindermotor schaffte mit 2,5 Litern Hubraum immerhin 55 PS. Detlef Fox ist von Beruf Kfz-Sachverständiger und teilt ebenfalls die Liebe zu den Oldtimern. Also hier, das ist ein Opel Rekord A Coupé, Baujahr 64. Da gibt es nicht sehr viele von. Das Fahrzeug ist komplett restauriert. Ist also 2 Jahre lang komplett saniert und restauriert worden, von Grund auf, auch mit Fotodokumentation. Und da das hier ein Opel-Club ist, habe ich mich hier mit angeschlossen. Und wir machen viele, viele Ausfahrten. Und berufswegen habe ich mit Oldtimern auch zu tun, weil wir schätzen die in meinem Büro auch. Und die Leute, die hier also teilnehmen, kommen sich oft einen Rat holen und man kann beraten. Und da das alles hier auf Null-Tarif läuft, ist das eine sehr gute, gemeinnützige Interessengemeinschaft. So langsam füllt sich der Vorplatz des Opel-Museums. Denn heute steht eine Ausfahrt auf dem Programm. Helmut Zurkaulen erklärt das Wie und Warum. Einmal im Monat treffen wir uns hier, das ist jeder zweite Mittwoch im Monat. Ab 19 Uhr haben wir Stammtisch und da kommen wir so mit 20, 25 Leute, die alle das gleiche Hobby haben wie wir. Also sind Mercedes-Leute dabei, auch mit Motorrädern, Traktoren haben wir hier im Club oder im Verein. Und dann machen wir Rundfahrten, so wie heute auch wieder. Heute fahren wir nach Aachen. Ich schätze mal, wir kriegen so 12, 15 Fahrzeuge zusammen, machen eine schöne Ausfahrt. Hoffentlich bleibt das Wetter auch so, dass wir offen mit dem Cabrio fahren können. Und ja, heute Abend lassen wir wieder langsam hier ausklingen, dann wird hier noch eine Tasse Kaffee getrunken oder ein Limo und so. Und dann ist der Tag um. Dann geht es endlich los. Zunächst führt die heutige Ausfahrt noch in einer kleinen Runde durch die Hückelhovener Innenstadt, bevor es dann über die Landstraßen dem heutigen Ziel Aachen entgegengeht. Unsere Kamera fährt die ersten Kilometer bei Detlef Fox mit. Die Gruppe fährt dann später weiter ins Aachener Land. Ziel der Tour ist ein Oldtimer-Treff bei der DEKRA in Aachen. Helmut Zurkaulen zieht ein erstes Resümee der heutigen Tour. Ein Teil der Strecke haben wir jetzt hinter uns. Jetzt fahren wir Richtung Aachen, wollen hoffen, dass die Sonne rauskommt. Jetzt fahre ich mein Töchterchen und mein Enkelchen ein bisschen spazieren. Wir sind also mit 12 Autos, glaube ich, oder? Sind wir mit 11? Ich weiß es nicht. Und ich denke, dass wir heute noch einen schönen Tag haben.